Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK. Ja, letztes Mal haben wir unsere kleine Dodo-Familie hierher gebracht. War ein ziemlicher Gänsemarsch und wir haben unser Beet endlich fertig. Alles schön angepflanzt, Dünger, Wasser, alles was eine Pflanze haben möchte, bekommt sie hier auf unserer kleinen Farm. Und ja, ich würde sagen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, oder? Wir haben zwar einen super tollen, starken Zaun, aber ja, ich weiß nicht, wenn ein Vogel vorbeifliegt und sich so einen kleinen Dodo krallt, dann wäre ich traurig. Genau, so, deswegen würde ich sagen, wir fangen heute an zu bauen. Beziehungsweise wir versuchen es, weil ich weiß jetzt schon, ja, dass ich nicht weit komme und dann bin ich eh nur am Farmen. Was brauchen wir alles? Ich glaube, ich möchte nämlich gern ein Haus bauen. Ja, auf Stelzen so ein bisschen, damit das gerade ist. Ja, weil wir haben jetzt auch hier hinten wieder gesehen an dem Beet. Ich habe wunderschönen Boden gebaut und da klappt es nicht, wenn man da nicht bauen kann, weil da so ein kleiner Sandhügel ist. Man sieht jetzt auch hier wieder, da geht es nach oben, dann geht es nach unten. Es sind überall Hügel und ich habe mir jetzt eben vorgestellt, wenn ich jetzt auf Säulen baue, dann kann ich hier oben in der Luft praktisch gerade bauen. So groß bauen, wie ich möchte, so breit bauen, wie ich möchte, ganz egal, denn ja, wenn ich drei Säulen hier brauche und da nur zwei Säulen brauche, ist ganz egal, oben ist gerade, ja? Genau. Jetzt sehe ich aber gerade, dass meine Dinos genau da stehen, wo ich eigentlich das Haus haben wollte. Ich wollte nämlich eigentlich den Fels so ein bisschen im Rücken haben. Ja. Was soll ich mein Häuschen hier so in die Mitte reinbauen? Nee, das sieht doch auch blöd aus. Ich glaube, ich muss... Ja, aber das ist der Futternapf. Oder ich baue einfach hier auf der Seite. Dass wir hier so anfangen. Hier ist nämlich auch Fels, der spawnt nur immer ein bisschen, ja, spät. Kann man auch nicht abbauen, glaube ich. Nee, kann man nicht abbauen. Der Kleine hier vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Nee, das kann man nicht abbauen. Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, lass mal die da stehen. Wir könnten hier ja ein Dach bauen, damit die ein bisschen geschützt sind. Das wäre noch eine Idee. So, ich würde sagen, wir fangen mal unten an mit den Steinen und oben kommen dann die Holzdinger drauf. Ja, ist vielleicht noch so ein Tick, weil von 7 Days, da sind die unteren immer gern, ja, von den Zombies angehauen worden. Deswegen glaube ich, oh, ich hoffe, dass hier eigentlich nichts passiert, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die zwei unteren müssen stabil gebaut sein und der Rest, der, ja, kann dann Holz sein. Keine Ahnung warum. Das ist halt, wie gesagt, glaube ich, ein Tick aus 7 Days to Die. Na gut, dann würde ich sagen, die Taste 7 ist ein wunderschöner Steinpfeiler. So. Wo bauen wir den jetzt hin? Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit kann man bauen, bevor das Zeug einbricht? Bricht das Zeug überhaupt ein oder nicht? So, weil muss ich jetzt hier noch eine Säule hinbauen, damit das eben Halt hat alles? Oder spielt das keine Rolle? Also ich mach's jetzt lieber einfach mal. Weil ich habe halt keine Ahnung und ja. Ich habe hier noch nie groß gebaut, außer diese eine kleine Hütte, die ihr schon gesehen habt. So. Oder ist das überhaupt gut hier so zu bauen? Und jetzt hätte ich halt gerne noch einen oben für mit Holz. Oder geht das gar nicht? Doch, das geht. Das geht. Und da drauf dann den Boden für unser Haus. Weil, wie gesagt, es muss nicht riesig, also ewig weit oben sein, aber es muss halt sein, dass es gerade ist. Genau. So, mit der 8 kriegen wir Holz. Genau. So, ich finde es ein bisschen schade, nee, dass man nicht scrollen kann in der Leiste unten. Aber gut. So, brauche ich Boden? Holzdach, Holz... Achso, ich habe nur Holzdächer?
Ich dachte, ich habe Boden. Ja, meine kleinen Affen, die kackern hier fröhlich munter rum. Würde ich eigentlich auch alles gerne einsammeln, aber ich möchte jetzt eigentlich bauen. Die kackern schon noch genug rum. So, dann hier, Holz. Jetzt stelle ich mal gerade 1, 2 her, um zu testen. Wenn ich die jetzt nicht auf die Säule draufbauen kann, dann ist blöd, oder? 5, 5, 5, 4. Nein, das war falsch. Mach die Fackel weg. So. Ja. Das kann man hier nicht draufsetzen. Muss ich dann mit Dächer arbeiten? Wie gesagt, ich hab auf YouTube habe ich ein Haus gesehen, das irgendwie auf Stelzen stand, aber ich habe es mir nicht angeguckt. Also war vielleicht... Ah, doch, hier. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, war es vielleicht doch ein Fehler, aber... Ne? Wir kriegen das auch alleine raus. Sehr gut. Was? Ach, das ist eine ganze... Ich und mein Augenmaß. Ganz toll gemacht. Ah, egal. So, warum geht das jetzt hier nicht? Wahrscheinlich wegen der Säule. Ach, oder ist das jetzt hier, was ich meinte? Dass man nur ein gewisses Ding an eine Säule bauen kann, bevor es praktisch einstürzt. Nur stürzt es hier halt nicht ein, sondern ist nicht mehr dran baubar. Vermute ich jetzt mal. Ganz einfach so. Holzpfeiler, abreißen. Steinpfeiler. Abreißen. Jawohl. So. Neue dran bauen. Stein. Ich bin halt ein bisschen langsam. Nein, ich möchte den... Aber der muss hier... Also muss er hier hin gebaut werden, oder? Ist das richtig? Oh, nee. Das ist, glaube ich, zu weit weg, oder? Ich will nicht zu viel verschwenden hier. Da drauf. Und das Dach. Ja. Mist. Ja, da geht's drauf, aber da, Mann, ist gar nicht so einfach. Ich wünsche mir gerade so ein bisschen das Vlog-System aus 7 Days. Oh, herrlich. Ja, wo muss ich das jetzt... Muss ich das dann hier herstellen? Nee, das ist doch wieder falsch. Oh, Mann. Genau. Abreißen. Ich dachte, ich nehme das jetzt ein bisschen als... Ja, oder ich baue da... Ja, komm. Tu mal gar nicht lang rum. So, mach mal erst Holz. Oh, die sind ja richtig lang, sehe ich gerade. Ich dachte, das passt gerade so. Ach. Ach, okay. Ja. Ich dachte, ja, das passt gerade so zusammen, aber gut. Okay. Genau. So, ich möchte eigentlich noch eins weiter hier raus, aber ich glaube, das können wir... Ja, jetzt können wir das machen. Guck mal. Ah, sehr gut. Machen wir hier aber auch noch eins dran. Oh, ich merke gerade, ich sehe gerade, es wird dunkel. Das ist nicht gut. So. Machen wir hier weiter, solange es nicht mehr geht. Und dann können wir wieder eine Säule dran bauen. Ja, es sei denn, mir geht vorher alles aus. Oh, ich kann sogar herstellen. Ah, gut. Und wir haben ja gesehen, also wir können auch Wände jetzt da oben drauf bauen. Das haben wir ja bei der anderen Hütte schon gesehen. Ah, die Säule. Oh, das ist aber schön, dass das klappt. Aber das klappt hier jetzt nicht. Warum klappt das hier nicht? Nee, klappt nicht. Ich muss die Säule auch wegmachen und dann näher dran bauen. Oh, na gut. Es ist echt nicht einfach, dieses Bausystem hier, finde ich teilweise. Finde ich echt übel. So.
so. Genau. Jetzt haben wir aber keine Steinpfeiler mehr. So, jetzt bauen wir erstmal den da dran. Ich weiß nicht. Ja, ich hätte schon gern Stein. Kann ich das auch später dann ersetzen? Machen wir jetzt mal so. Dann können wir doch hier... Ja, jetzt geht das Dach nämlich wieder. Oh, gar nicht so einfach. Na gut. Haben wir überhaupt Stein? Ach, hier, Feuer kann ich auch mal ausmachen. Ja, geht gleich aus. Habe ich Stein? Oh ja, ich habe sogar Steine. Sehr gut. Dann brauche ich... Nein, kein Speer. Was brauche ich? Was wollte ich? Ach ja, Steinpfeiler. Doch hier. Machen wir mal zwei Stück. Gehen wir die zwei auch hin. Und... Können wir noch Holz, Holzdächer oder so bauen? Nein. Was fehlt denn dafür? Natürlich Holz. Was denn sonst? Hier. Dächer. Also jetzt probiere ich gerade mal, ob wir den ersetzen. Jawohl. Sehr gut. Okay. Dann müssen wir das halt so machen. Immer erst Dach bauen und dann die Säule darüber... was ist das? Nein. Ist es eine Rampe? Wieso habe ich eine Rampe? Ich wollte doch keine Rampe. Ein Dach. Ein Dach, bitte. Ach, das waren keine Dächer. Oh, ich hält. Nee, schräges Holzdach. Warum? Warum? Ich will kein schräges Holzdach. Ja. Wir haben aber keine anderen Dächer mehr. Schade. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen Holz sammeln. Hallo? Achso, schon wieder voll. Schon wieder voll. So, packen wir mal hier rein alles. Gut. Ja, ist vielleicht nicht die beste Idee, nachts rauszugehen, um Holz zu sammeln. Aber... Ja, sonst wird es zu kurz hier auch alles. Oh Mann. Ich weiß auch noch nicht, wie lang sind die Tage. Das, ich hätte halt gern... Ich, kann man Zeit... Doch, Zeit kann man ja hier gucken. Stimmt. 22.19 Uhr. Ah, oh, Mist. Dass ich da vor der Aufnahme immer mal ein bisschen gucke. Dass wir eben nicht in die Nächte reinkommen. Hallo. Ich hoffe, hier ist keiner. Ich brauche Holz. Ich würde sagen, ich gehe einfach hier am Rand entlang. Ich muss nur dann aufpassen, dass ich ja nicht überladen bin. Weil, ja, renn mal überladen weg. Geht nicht. Na, kleiner Dodo. Auch noch draußen. Kannst auch nicht schlafen. Boah. Ich habe untertags ja immer schon Schiss, dass irgendein Raptor kommt und mich frisst. Ist ja jetzt auch nicht gerade viel besser. So. Kann man die Fackeln auch irgendwie hinstellen oder so? Weil sonst ist es gleich dunkel, wenn ich irgendwas abbaue. Oder ich laufe einfach nach Hause und gucke, ob da noch was ist. Kann man die jetzt irgendwie hier dran machen? Nee. Aha. Nee. Dann wird es kurz dunkel. Ich sehe nichts. Hier auch nicht. Ein Baum. Zwei Baum. Ach komm, hau mal den. Ich mag die schönen Dinger hier eigentlich, aber... Egal. So. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Hier sind... Hier sind Bäume. Laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung? Oh je. Ich hoffe. Ich glaube schon. Und mir ist kalt. Nur am Meckern. Immer am Meckern. Doch, ja, vor Angst erstmal kackern. Richtig so. So. Dann regnet es auch noch, dann ist man schön laut und man hört nichts. Kann sich irgendein Viech anschleichen.
So, ich glaube aber den Baum jetzt noch und dann müsste es reichen, falls ich nach Hause finde. Aber links der Wald, rechts die Klippe. Können wir den Stein noch mitnehmen? Ah, sehr gut. Ja, ich glaube, das reicht vorerst. Ich hoffe es. Da. Dann schocken wir mal nach Hause, bevor irgendwas mitbekommt, dass wir draußen rumrennen. Nicht zu tief in den Wald und nicht zu nah auf die Klippe. Bin ich noch richtig? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Doch, da an dem Dodo sind wir vorher auch vorbeigekommen. Ich glaube doch, da ist schon unser Zaun. Gut, gut, gut. Alles gut. Schnell wieder rein und weiter bauen so ein bisschen. Ja, ich habe hier zwar auch noch Bäume stehen, aber die würde ich auch wirklich gern lassen, weil so ein ganz nackter Strand ist jetzt auch nicht so toll. Also, auf zum zum Schrank. Oh, da liegt ein Ei. Meins. So, das hauen wir hier rein. Früchte können auch hier rein. So. Ach. Stimmt. Hier ist unser richtiger Schrank. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen Fasern, Holz, Stein, Stroh. Das sind immer so die Hauptdinger eigentlich. Dach. Und kein schräges, bitte. Hier, Holzdach. Stellen wir einfach mal wieder ein bisschen was her. Ja, natürlich. Jetzt haben wir wieder nicht genug für die anderen Sachen. Boah, so übel einfach nur. Was das an Material kostet immer. Wer schreit da? Also ganz ehrlich, also wäre ich jetzt hier in echt, dann hätte ich Schiss. Wenn da irgendjemand so komisch rumbrüllt. Wir haben wieder kein Holz. Das ist so, ja, abartig, wie schnell das weg ist. Einfach nur weg. So. Dann gucken wir mal. Können wir eigentlich hier noch weiter bauen, dann hier die nächste Säule dran poppen? Ist es jetzt rot oder ist das okay? Das ist okay. Sah jetzt gerade komisch aus von der Farbe her, so rosa. Genau, hier braucht Fundament in der Nähe. Das heißt, wir bauen hier eine Säule. Wir fangen aber mit Holz an. Stopp. Ich will das ein bisschen runter. Danke. Und jetzt Stein dahin. Genau, dann kann hier das Dach dran. Jawohl. Also es wird schon. Es wird schon. Und ich würde sagen, wir gehen noch ein ganzes Stück nach da drüben. Ah, oh, jetzt bin ich erschrocken, ey. Oh Mann. Einfach nur die Fackel ausgegangen. Ich dachte, was ist jetzt los? Okay. Wir brauchen Stroh. Bestimmt brauchen wir Holz, oder? Brauchen wir Holz? Natürlich brauchen wir Holz. Wo ist auf die Schnelle ein Baum? Hier draußen vielleicht? Ich hoffe es. Ja gut, aber es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so dunkel. Ich hoffe, ihr seht was. Ein bisschen wenigstens. Baum, ich brauche einen Baum. Da hinten sind Bäume. Bitte keine Viecher. Ach, da war doch letztes Mal die Kröte unterwegs. Ja. Kröte? Ich sehe jetzt keine.
So, ich bin ganz still. Vielleicht hört uns die Kröte nicht. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr hier. Ich hoffe es. So, ein bisschen Holzhammer. Ach, da läuft ein Parasaurus. Oh doch, da ist die Kröte. Da ist die Kröte. Die böse, eklige Kröte. Ah, die ist... Ach, die ist am anderen Ufer. Okay. Das ist gut. Jetzt im Schiss immer hier draußen. Gerade bei Nacht auch. Oh, weil es ist halt einfach... Man stirbt hier so abartig schnell. Die Kröte kommt, schlägt dich einmal ab, bist benommen und dann frisst dich eine Schlange. Und das war, keine Ahnung, 10 Minütchen? 5 Minütchen? 2 Minütchen? Oh nein, überladen. Schnell was herstellen. Ach nee, wir könnten die reparieren. Reparieren geht nicht, weil Steine... Oh ja, jetzt... Ich habe jetzt nur Purholz dabei. Komm. Können wir die 6 wegwerfen? Nee, ich bin trotzdem überladen. Dann nehme ich sie mit. So. Wenn wir eh schleichen, dann will ich auch alles mit heimnehmen. Alles im Dunkeln. Egal. Ist doof. Alles doof. Na gut. Ja, ich hoffe, es ist nicht ganz so dunkel bei euch. Also bei mir geht's mittlerweile auch wieder. Die Nächte sind zum Glück nicht, ja, stockduster. Ja, einfach so in den schönen Himmel gucken. Zu den Lichtern. Ah, also ich schätze einfach mal, dass bei dem blauen Kristall, bei dem roten Kristall dann irgendwelche Riesenviecher sind. Dass da vielleicht die Wächter sind, von denen ich mal gelesen habe, oder? Ist das so? Sind die da dann? Wenn man da in den Strahl reingeht, wird man hochgeportet oder einfach direkt vernichtet. Ich weiß es nicht. Ich will es auch jetzt erst mal gar nicht ausprobieren. Weil, ja. Ich denke nicht, dass wir bereit dafür sind. So, wir sind zu Hause. Türe zu. Keine Kröten dürfen hier rein. So. Ach ja, langsam. Sehr langsam. Tapsen wir dahin. Ah, was mir jetzt aber gerade so einfällt, ja? Jetzt erst. Ja, ich weiß. Ziemlich dumm, aber mir fällt es jetzt ein. Wie komme ich denn eigentlich da nach oben? Kann man eine Leiter bauen, Treppe bauen? Weil die Leiter, die braucht ja dann auch richtig, ja, Fundament zum Drankleben. Kann man auch Rampe an Rampe bauen, dass ich da dann so einen Rampenaufgang habe? Oder klappt das nicht? Muss ich da mal gucken. Wäre vielleicht geschickt, gleich zu gucken. Weil sonst, ja. Ist alles, was ich da jetzt in das Haus reinpacke, ist Verschwendung. Genau, gut. Jetzt machen wir erstmal hier noch ein paar Wände. Und Rampen. Rampe, Rampe. Hier ist eine Rampe. Machen wir mal... Eigentlich müssten ja 2 reichen. Ich mach mal 3, falls ich genug Zeug hab. Tatsache, es geht. Und Dächer. Holzdach. Normal. So, jetzt kann ich natürlich nichts anderes mehr herstellen. So. Ja, wie gesagt, ich müsste das mit den Rampen erstmal probieren. Weil sonst bringt das ja hier alles gar nichts. Ich möchte hier noch rausbauen. Da vielleicht auch noch nach links bauen. Dann probieren wir doch mal, ob die Rampe jetzt... nein, nein, ja, nein. Ja, so, ja. So, kann ich jetzt noch eine zweite da dran bauen? Nicht gesetzt werden, benötigt Fundament in der Nähe. Ernsthaft? Warum? Reicht das, wenn ich jetzt... nein, 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 nein. 8. So. Wenn ich... Nee, das bringt doch nichts, oder? Wenn ich das jetzt... Kannst du hier auch irgendwo einhaken? Komm, hack doch irgendwo ein.
Oder... Das wäre nämlich Fundament. Komm. Machen wir mal so. Boah, ich hoffe, es überschneidet sich jetzt nicht oder sieht dann irgendwie merkwürdig aus. Nee, es geht nicht. Ah, okay. Jetzt mal den nochmal weghalten. Pfeiler. Weg. Warum? Das wär so schön jetzt hier. Aber geht nicht. Dann brauchen wir... Ach, warte mal. Wir haben doch noch die zwei. Genau. Dann nehmen wir die mit. Ich glaube, Fackel braucht man nicht mehr. Ja, es wird schon Tag. Das ist gut. So. Wenn ich jetzt... Ja, dann sehe ich halt nicht... Ah, es ist alles so ein bisschen... Ah. Ja, versteht. Es ist... Ah. Muss ich die... Oder hier hin? Nee, dann klappt das alles nicht. Boah, das ist so anstrengend hier, das Bauen. Bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen... Ja, natürlich geht das nicht. Ein Stückchen nach vorne. Ah. Fünf. Machen wir mal hier hin. Und jetzt... Geht wieder nicht. Ja, man kann hier so richtig schön in Sand reinbauen, aber man kann da nicht dran bauen. Das ist echt so ein bisschen blöd. Was mache ich denn jetzt? Holz. Wenn wir den jetzt hier dran bauen. Also ich habe jetzt einfach hier so. Den Holzboden abbauen. Ich hätte, glaube ich, mit der Rampe von unten anfangen sollen. Ja, geht auch nicht. Ach, Mann. Weißt du, wie viel Holz ich jetzt hier verschwende? Einfach nur für so eine blöde Rampe. Oder da dann Ding hinbauen. Eine Wand? Eine Wand. Mal eine Wand, die teste ich jetzt noch und dann weiß ich nicht. Da muss ich glaube erstmal gucken und erstmal wieder farmen. Das ist ja mal das. Nee, Wand geht auch nicht. Geht nicht dran. Kein Einrastepunkt. Oh. Na gut. Aber da immer drauf springen ist auch blöd. Ich habe keine Ahnung. Man kommt auch gar nicht hoch. Es wäre so schön, da einfach... Oder muss hier eine Säule dran, damit man hier bauen kann. Nein, falsch. Acht. Komm, das probiere ich jetzt noch und wenn das nicht geht, dann... Hallo? Runter. Ein Ticken runter. Ich möchte nicht, dass... Ja, so. Da, bitte. Ach komm, ich raste gleich aus hier. Nee, das ist wie Leute alles nicht so wie ich. Das ist bestimmt wegen der Rampe jetzt hier, oder? Machen wir mal die Rampe wieder ab. Und jetzt. Nee. Wieso geht das jetzt doch jetzt? Ah, hier. Jetzt habe ich meine Rampe, glaube ich, umsonst zerstört, oder? So. Komm, zwei Rampen habe ich noch. Bitte. Bitte lass es klappen jetzt hier. Oh ja, es klappt. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, ich bin glücklich. Hier. Oh, da sieht man ja die... Ach, ich finde es nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Alles gut. Dann können wir hier nämlich schön weiterbauen. Hier ein ganzes Stück raus. Hier ein ganzes Stück raus. Oh, der Anfang unserer Hütte ist gemacht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich gehe die nächsten Tage farmen. Ich brauche ganz viel Holz, Stroh und so weiter und so fort. Und kriegen wir alles hin? Doch, kriegen wir hin.
Gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.